Genau 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist am Freitag das Projekt Schmieden für den Weltfrieden bei der Schmiede von Alfred Bullermann in Friseute gestartet. Prominenter Gast war sein Freund und Schauspieler Heinz Hönig. Und auch einige Schmiedekollegen von Bullermann fanden sich auf dem Gelände ein. Sie alle schmiedeten Nägel, in deren Köpfe eine Friedenstaube als Symbol für den Frieden geschlagen wurde. Das Projekt soll nun weitergetragen werden. Weltweit sollen Schmiede zusammen mit Prominenten Nägel herstellen.